Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diese Monitorerhöhung hier mit LED-Beleuchtung selber gebaut habe, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Denn ich werde euch jetzt eine Anleitung zeigen, wie ihr das Teil für unter 20 Euro selbst bauen könnt und wie es montiert wird. Also, auf geht's! Hier sieht man mein vorheriges Setup. Einfach nur ein schlechtes Provisorium mit den unter den Monitoren drunter gestellten Büchern. Als erstes brauche ich erstmal ein paar Bücher oder ähnliches, um die richtige Höhe des Monitors zu ermitteln. Wie ihr die ermittelt, ist ganz einfach. Ihr nehmt einfach so einen Zollstock, dann fahrt ihr den so ein bisschen aus und setzt euch erstmal an euren Bürotisch, dass die Arme 90 Grad aufliegen, also richtig schöne Arbeitsposition, so wie es euch passt. Stellt euch den Stuhl richtig ein und dann nehmt ihr den Zollstock und haltet den ungefähr auf Augenhöhe und dann seht ihr ungefähr, in welchem Bereich ihr euch vom Monitor befindet. Das ist jetzt noch viel zu hoch, weil der Sichtbereich sollte ungefähr, oder die Augenhöhe sollte ungefähr in die Mitte des Monitors zeigen. Dann habt ihr einen guten Bereich nach oben hin und nach unten hin. Bei mir werde ich noch ein paar Bücher drauflegen müssen, ein, zwei vielleicht, um das Ganze um gute 3-4 cm zu erhöhen. Und wie gesagt, nach dem Erhöhen noch einmal Sitzposition einnehmen, Zollstock hinhalten. Und ich sehe, okay, das passt schon fast perfekt, so werde ich es wahrscheinlich lassen. So ist für mich die optimale Arbeitshöhe. Also werde ich das jetzt mal messen. Von meiner Arbeitsplatte bis zum unteren Bereich des Fußes sind es ja knapp 13 cm. Also sage ich, okay, 13 cm muss die Erhöhung hoch sein. Nachdem ich jetzt die Höhe der Monitore ermittelt habe, nehme ich die Bücher wieder unten weg und stelle die Monitore so hin, wie ich sie in der Anordnung haben möchte. Das heißt, der eine seitlich etwas schräger, der linke Monitor gerade oder wie ihr es möchtet oder beide Monitore im V. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, um anschließend ermitteln zu können, wie tief meine Ablage für die Monitore sein muss. Okay Leute, das Setup steht. Den Monitor möchte ich jetzt gerne gerade haben und diesen mache ich leicht in einem leichten Winkel so schräg rüber. Es sind zwei 27 Zoll Monitore, damit ich hier noch einen guten Überblick habe, weil wenn ich den gerade habe, sehe ich hier in diesem Bereich fast gar nichts mehr. Deshalb gibt es ja auch die neuen Monitore, die riesig sind, so ein 50 Zoller mit Curved komplett oder 40 Zoll. Aber in dem Fall muss ich den leicht schräg stellen, damit ich noch einen guten Überblick habe, weil das mein Hauptmonitor ist und hier rechts im Prinzip der Arbeitsmonitor für zusätzliche Sachen ist. Aber so die Option passt jetzt, die Füße stehen jetzt so wie sie sollen. Jetzt werde ich das hier mal ein bisschen freiräumen und dann braucht ihr noch ein Stück Pappe, um euch eine Schablone zu machen, um diesen Winkel hier rauszubekommen. Aber das zeige ich euch jetzt. Ja, und jetzt messe ich im Prinzip von der Wand bis vorne zum Fuß, wie viel Zentimeter das sind. Ihr müsst darauf achten, ob euer Tisch direkt an der Wand anstößt oder ihr einen Spaltluft zwischen Tisch oder Arbeitsplatte und Wand habt. Bei mir ist da so ein Spaltmaß von 2-3 cm zwischen Wand und Arbeitsplatte oder Bürotisch. Deshalb messe ich jetzt direkt von der Wand, weil meine Halterung an die Wand drankommt. Und ich bin hier bei 23 cm, mache nochmal eine leichte Zugabe und sage 24 cm. Das heißt, die Platte wird schon mal 24 cm tief werden. Und jetzt werde ich schauen, wie weit sie 24 cm tief bleibt und ab welchem Zeitpunkt sie hier diesen Bogen macht, um hier diesen Monitor mitzunehmen. Denn die Tiefe in diesem Bereich ist nämlich eine ganz andere. Denn hier haben wir eine Tiefe von 40 cm bis zur vorderen Ecke von dem Standfuß des Monitors. Das heißt, wir haben hier einen Versatz. Ja Leute, als nächstes messe ich, wie lang mein Brett werden soll. Ihr könnt es natürlich in der Länge von euren Monitoren machen. Ich möchte es nicht machen, weil ich hier das Mischpult unten drunter stehen habe. Also würde ich mich das Brett hier stören und behindern. Deshalb werde ich das Brett jetzt auf ungefähr 93 cm lang schneiden und werde hier dann eine halbrunde Kante machen und dort geschmeidig zur Wand wieder gehen. Und hier werde ich auch eine halbrunde Ecke machen. Und hier auch abrunden und schräg nach hinten weggehen. Deshalb brauche ich hier ungefähr 93 cm. Das schreibe ich mir jetzt auf. Die Länge vom Brett beträgt 93 cm. Die Tiefe hatten wir ja vorhin schon gemessen. Das waren 24 hier auf der linken Seite bei dem linken Monitor. Das heißt, ich mache mir jetzt erstmal so eine kleine Skizze, wie das ungefähr aussehen soll. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir hier unter die Monitore so ein Riesenstück Pappe hingelegt und werde jetzt hier
die Maße alle abmessen, abzeichnen und dann meine Zeichnung auf der Pappe machen, wie das Brett ungefähr aussehen muss, damit ich erstmal einen ersten Einblick darüber habe, ob das optisch mir gefallen wird oder nicht. Weil einfach nur ein eckiges Brett dorthin geklatscht an die Wand würde mir persönlich nicht gefallen. Also mache ich mir immer so eine Schablone aus Pappe, um einen ersten Einblick zu haben, wie das Projekt dann im Endeffekt aussehen wird. Jetzt kann ich die Schablone hier einfach wieder rausnehmen und anhand meiner markierten Punkte einfach meine Linien setzen und hier versuchen, eine schöne Halbrundung herzukriegen. Genauso wie hier, da lasse ich mir auch noch was einfallen. Und hier das Stück Pappe, was mir fehlt, da werde ich wahrscheinlich von hier so einen leichten Schwenker machen, so einen Übergang und dann schön wieder zur Wand rüber. Da werde ich ein Stück Pappe vielleicht dran kleben, um dann zu sehen, wie das Ganze ausschaut. Ja Leute, so schaut letztendlich die Schablone aus, die ich mir hier gebastelt habe. Hier geht es jetzt rüber zum zweiten Monitor. Und so schaut das Ding dann im Endeffekt aus. Liegt hier komplett erstmal unten auf. Diese Schablone werde ich jetzt rausholen und werde sie 1:1 auf ein Brett übertragen und dann mit der Stichsäge ausschneiden und die Kanten noch schön abrunden, dass alles wirklich passt. Ja, aber den weiteren Prozess, den sehen wir jetzt gleich. Wie man hier sehr schön sehen kann, habe ich mir hier eine Multiplexplatte besorgt mit den Abmessungen 42 cm x 1,20 m Länge. Und ich werde jetzt diese Schablone, die sich dort hinten befindet, auf dieses Brett übertragen. Und das Ganze dann anschließend mit einer Stichsäge aussägen. Damit die Schablone mir beim Anzeichnen nicht verrutscht, fixiere ich diese mit ganz normalem Klebeband. Die Linienführung ist jetzt aufgezeichnet, also werde ich das Brett jetzt mit in die Werkstatt nehmen und mit der Stichsäge das Ganze hier einmal aussägen. Das werde ich euch jetzt natürlich nicht filmen, denn da gibt es nichts Sonderbares dabei zu sehen. Wie man sehen kann, ist der Zuschnitt ziemlich gut gelungen. Ich blende euch hier nochmal die Schablone mit ein. Das war die Schablone. Ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe hier das Stück ein bisschen verlängert, weil es etwas schöner aussah. Da es in der Werkstatt ziemlich kalt war, hatte ich jetzt keine Lust gehabt, das Ganze zu filmen, wie ich das mit der Stichsäge ausschneide und bearbeite. Aber ich erkläre es euch mal in ganz kurzen Schritten. Und zwar habe ich im Prinzip erstmal die abgezeichnete Linie, die ich hier gezeichnet habe, mit der Stichsäge ganz normal ausgesägt. Und anschließend habe ich hier diese Schnittkante, die Rundungen schön mit Schleifpapier, mit 120er und 240er Schleifpapier, nochmal schön nachgearbeitet, damit die Rundungen wirklich schön sauber sind. Auch hier diese Rundung und dort hinten. Und anschließend habe ich dann hier diese Kante nochmal und die untere Kante gebrochen, weil diese Kante im Prinzip vom Stichsägenblatt ziemlich scharf war und auf der Innenseite ein bisschen ausgefressen. Das ist ganz normal üblich. Auf der unteren Seite franzt es meistens immer aus. Man kennt es von der Kreissäge und von der Stichsäge. Und deshalb habe ich dann hier auch nochmal die Kanten ein bisschen entgradet, damit die schön halbrund sind. Und anschließend habe ich, ich drehe es mal für euch um, anschließend habe ich hier ein Kantholz angebracht. Das Kantholz ist glaube ich 40x30 oder 40x20 oder 25 breit und habe das hier mit Senkkopfschrauben einmal befestigt und hier 1, 2, 3 Löcher reingemacht oder 4. Damit ich das Ganze dann im Prinzip von innen hier an die Wand festschrauben kann. Die Löcher hier für die Schrauben habe ich gesenkt, damit es im Prinzip glatt ist, damit man die nicht merkt. Ja, und als ich das im Prinzip dann fertig hatte, bin ich dann hier nochmal über diese Oberfläche vom Brett mit einem 240er oder 280er Schleifpapier drüber gegangen, um eine schöne glatte Struktur zu bekommen von dieser Multiplexplatte. Denn ich werde diese Multiplexplatte hier oben komplett in weiß lackieren.
Hier sieht man nochmal die Löcher in dem Kantholz zur Befestigung an der Wand. Da habe ich einfach im Prinzip mit dem Viererbohrer ein Loch gebohrt und das Ganze dann im Prinzip gesenkt für die Senkkopfschraube. Bevor ich anfange, das Brett hier zu streichen und zu lackieren, werde ich das Brett nochmal mit einem leicht feuchten Mikrofaserlappen komplett von den restlichen Staub befreien, der sich hier auf der Oberfläche und auf dem Holz noch befindet nach dem Ausschneideprozess. Nachdem ich das Brett vom Staub befreit habe und es wieder getrocknet ist, habe ich mir das hier auf so ein bisschen Pappe hingelegt, weil jetzt werde ich das Ganze mit einem sogenannten 2-in-1 Fenster- und Türlack lackieren. Dazu benutze ich, wie gesagt, diesen Lack. Den werde ich jetzt erstmal ein bisschen durchrühren. Und auftragen werde ich das Ganze mit so einer kleinen Schaumstoffrolle hier. Damit werde ich das jetzt auftragen. Also, los geht's. Als erstes werde ich erstmal hier diese ganzen Kanten lackieren und dann die Fläche. Wichtig dabei ist, die Farbe wirklich sehr, sehr dünn und gleichmäßig aufzutragen. Lieber zwei Streichgänge, als einmal zu viel Farbe aufzutragen und Rotznasen zu riskieren. Jetzt nehme ich mir hier einfach so eine Rollingpackung, lege sie hier drauf, weil ich das Ganze jetzt kippen werde, damit ich die Vorderseite lackieren kann. So Leute, ist die erste Schicht schon mal drauf, drehe ich das Ganze jetzt wieder um und werde wieder die Kante lackieren, und zwar den zweiten Lackieranstrich und dann natürlich wieder anschließend die Fläche. Ja, und damit ich keine hässliche Kante hier habe, bin ich jetzt erstmal komplett hier über die Kante gegangen, solange die Farbe noch frisch ist und noch nicht antrocknet, damit man hier das bisschen zu viel Farbe nicht auf der Kante sieht. Ja, so schaut das Ganze dann nach zwei Lackiervorgängen aus. Die Oberfläche ist noch nicht wirklich super glatt. Aber ich werde noch zwei, drei Gänge drüber gehen und dann sollte das Ganze wirklich super glatt sein. Normalerweise würde ich diese Schraube zuspachteln und schleifen, damit es eine gerade Ebene gibt und man diese Schraube im Prinzip nicht sieht. Da ich mich aber für eine andere Variante entschieden habe, habe ich das jetzt so belassen und einfach drüber gestrichen, denn ich werde hier eine 20 mm breite Aluschiene aufbringen mit einer speziellen Nut für einen LED-Stripe. Und damit habe ich das Ganze dann im Prinzip Hintergrund beleuchtet. Die Leisten zeige ich euch gleich, denn diese werde ich jetzt erstmal auf die richtige Länge zuschneiden. Und wie gesagt, an diese Stelle kommt jetzt solch eine schöne Aluminiumleiste. Diese wird hier dann im Prinzip angelegt und hier über diese fertigen vorgebohrten Schrauben mit Senkkopfschrauben festgeschraubt. Ich habe hier einen super schönen halbrunden Abschluss und hier in diese Nut kommt dann im Prinzip mein Striplight rein, was ich hier einfach mit doppelseitigem Klebeband fixieren werde. Weil es keine Abdeckungen für diese Enden gibt, wie man das zum Beispiel bei Abschlussleisten in der Küche zum Beispiel kennt, werde ich diese Abschlussleisten jetzt selber machen. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Um jetzt meine Kunststoffenden zu formen, benutze ich einfach normales Klebeband und eine Schere. Um diese Enden jetzt selber fertigen zu können, nehme ich einfach von dem Klebeband hier so einen dünnen Streifen. Diesen klebe ich hier an die Kante dran, führe diesen hier nach hinten
und lege den unten um. Somit habe ich eine geschlossene Fläche. Dann kommt noch ein Stück Tesa hier drauf, damit das Ganze geschlossen ist. Und von hier oben werde ich dann ganz normal meine Heißklebepistole benutzen und ja, diesen heißen Kleber dort reinlaufen lassen. Anschließend ziehe ich das Tesa ab und habe eine super saubere Endkappe. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Endkappen zu machen. Die eine Variante seht ihr hier mit einem halbrunden Endstück. Und hier diese Variante ist mit einem, hier ist ja die Rundung und hier einfach abgeschrägt. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Und so sollte das gute Stück dann aussehen. Jetzt geht es auch schon an die Montage der Leiste. Dazu habe ich mir die Leiste hier passgenau hingelegt und verwende dafür diese kleinen Senkkopfschrauben und natürlich meinen Akkuschrauber. Die Abschlussleiste ist jetzt montiert und meine Monitorerhöhung hat somit einen wirklich schönen, gelungenen Abschluss. Weil ich in meinem Keller diese Reststücke von LED-Stripes gefunden habe und sie zum Wegwerfen einfach zu schade sind und das Portemonnaie schont, habe ich diese einfach aneinandergereiht, weil es immer nur so 20-30 cm Stücke waren und hier auf dieser Verbindungskante einfach so ein Stück Kunststoffblättchen hier drunter gelegt, damit beim Verlöten, was ich jetzt gleich tun werde, kein Kontakt zwischen den Lötpunkten zu dieser Aluminiumleiste entsteht, weil sonst hätten wir einen Kurzschluss und die Stripes würden nicht funktionieren. Ein kurzer Funktionstest, ob ich auch sauber gelötet habe. Jawohl, die LEDs funktionieren einwandfrei. Und da ich das Ganze nicht nur nach oben hinweg beleuchten möchte, von der Monitorerhöhungsplatte nach oben hinweg, hinter den Monitoren, sondern auch unterhalb auf meiner Arbeitsplatte, werde ich auch noch eine Linie Stripes unterhalb der Arbeitsplatte oder der Monitorerhöhungsplatte unten drunter anbringen. So sieht dann die Rückseite aus. Hier kommt einmal unsere Einspeisung zu den LEDs. Hier habe ich mir eine zweite Leitung geholt. Diese werde ich dann noch an diese Stripes hier montieren, welche ich dann hier so ziemlich mittig unterhalb des Brettes montieren werde. Und hier habe ich die Steuerbox von diesen LEDs anmontiert, einfach mit zwei Schrauben festgeschraubt. Und wie gesagt, das ist die Zuspeisung. Und hier habe ich meinen IR-Sensor. Diesen werde ich hier jetzt festkleben, mithilfe von einem zweiseitigen Montageklebeband. Auf der Unterseite sieht es dann so aus. Und jetzt nehme ich das gute Stück mit und werde es anmontieren. Um meine Monitorerhöhung jetzt an die Wand montieren zu können, muss ich erstmal die beiden Bildschirme hier entfernen. Dazu schließe ich die erstmal ab. Und jetzt können wir schon mal unser selbstgebautes Prachtstück ins Bild bringen. So wird das demnächst hier an der Wand hängen. Nachdem ich jetzt die richtige Höhe ermittelt habe, habe ich mir hier einen Karton unter das Ganze gelegt und wie ihr sehen könnt, hier mit einem Mausbett noch unterlegt, um das Ganze zur Waage zu bringen. Das heißt, damit das Brett zur Waage an der Wand angebracht werden kann. Und jetzt werde ich unten die Markierung an der Wand machen, unterhalb des Brettes, wo die Befestigungslatte sitzt, damit ich weiß, wo ich meine Löcher in die Wand bohren muss, um dann anschließend die Dübel zu fixieren. Die Bohrlöcher markiere ich mir, indem ich mir einen normalen Akkuschrauber nehme mit einem 4er oder 5er Bohrer und unten einfach eine kurze Markierung an der Wand mache und anschließend die Löcher mit einer richtigen Bohrmaschine ausbohre. Damit ich keine riesen Sauerei hier veranstalte, benutze ich auch gleichzeitig einen Staubsauger, um den Bohrstaub einzufangen. Jetzt brauche ich wieder den Karton und natürlich die Ablage, um das Ganze festschrauben zu können. Zum Schrauben benutze ich einfach solche langen Spackschrauben und das soll es gewesen sein. Ich finde, das Teil sieht richtig gelungen und optisch sehr ansprechend aus. Und ich freue mich jetzt schon richtig, die Monitore da drauf zu stellen und die nächsten Videos in einer super entspannten Position zu schneiden.